Tatsuya Yoshihara gab auf Twitter neue Informationen zum Black Clover Anime bekannt, die nicht jeden glücklich machen. Deshalb auch dieses kleine Video dazu. Bevor diese Frage aber noch entsteht, wer ist Yoshihara? Yoshihara ist der Director des Black Clover Anime, also eigentlich gesagt, dank ihnen kommen meist auch immer gute Folgen. Man sieht eigentlich auch seine Zeichnung im Anime immer ganz gut, zum Beispiel die letzte Folge wurde von ihm produziert, mit anderen aber, man sieht bei ihm, wie er die natürlich rüberbringt und er hat so ein paar kleine Tricks drauf, die einfach unnormal stark sind. Also wirklich, der Typ ist super in seiner Arbeit, ganz ehrlich. Dessen gab er auf Twitter ein paar Sachen bekannt. Zum einen, wie viele Filler-Folgen es geben wird, ohne dass man jetzt eigentlich gefragt hat. Also, der hat es einfach so preisgegeben. Wir gehen einfach mal stark davon aus, dass es so ist, weil so hat er es auch gesagt. Und dass Tabata nicht wirklich an den Anime eben mitarbeitet, was viele von uns falsch verstanden haben eigentlich. Es ist ja eigentlich so, in den Filler-Folgen soll das Training gezeigt werden. Beispiel, wie bekommen die ihr Power-Up, die Charaktere und so weiter. Das wurde ja auch durch einen Timeskip im Manga übersprungen und sollte hier eigentlich einfach dargestellt werden. In einem Meeting haben die halt eben klar gemacht, was Yoshihara in dem Filler-Folgen zeigen darf und was eben nicht. Darf er schon die Power-Ups aus dem Manga zeigen? Jedenfalls ein bisschen, aber nicht wirklich genau genommen konkret alles oder auch viel, wie jetzt auch manchmal so von Leopold gezeigt worden ist. Es ist eine Ähnlichkeit, aber nicht gerade wirklich alles. Er hätte gerne alles gemacht, aber zum Beispiel Shueisha und Tabata wollten das. Auch nicht böse gemeint bei ihnen, ne? Das ist halt eben so die Sache für sich, ne? Das ist ja auch nichts Schlimmes eigentlich. Denn wir dachten eigentlich nur, dass Tabata halt eben das Storyboard zu dieser Filler-Folgen eben schreibt, weil viele sagten ja auch, viele dachten, dass Tabata eben derjenige ist, der halt eben die Filler-Folgen macht, was nicht im Manga gehört. Das ist halt eben nicht wahr. Tabata ist eigentlich ja nur der Typ, der jetzt da sitzt und halt eben nur guckt, okay, ja, das kann man gut machen, das ist okay. Habe ich aber auch in einem Video mal erklärt, meine ich. Also in einer Review, glaube ich mal. Weiß ich aber nicht mehr. Ist aber auch schon lange her. Yoshihara fragt doch eben so Sachen, ne? Wie können wir das machen? Also geht das so klar oder so klar? Tabata und Shueisha konnten hier nur mit Ja oder auch Nein antworten. Also Tabata arbeitet nicht wirklich halt an den Filler-Folgen. Es geht halt eigentlich nicht, ne? Ist auch klar, der hat auch keine Zeit dafür. Er muss halt an den Manga arbeiten. Ist logisch. Deshalb gibt es auch so normale Filler-Folgen. Wie zum Beispiel auch diese Date-Folge, die jetzt nicht wirklich von Tabata kam. Das weiß dein andere. Also solche Sachen kommt nicht von Tabata. Habe ich oft in den Kommentaren geschrieben und auch klar gemacht, dass das nie so sein sollte, weil Tabata kann nicht alles damit machen. Also der gibt nur ein paar Ja- und Nein-Antworten, ob das in Ordnung ist, ob das nicht in Ordnung ist und das wissen die. Yoshihara hingegen, es war halt von Anfang an einfach nur klar, dass ein paar Menschen diese Sachen halt eben falsch übersetzt haben. Mehr eigentlich auch nicht. Eigentlich haben es alle falsch übersetzt. Ich auch. Deshalb gab es auch Probleme, dass Yoshihara Part 10 aus Folge 133, Leopolds Power-Up und Folge 136, die diese Woche kam, Noels Power-Up, ein bisschen dargestellt hat, aus dem Manga gleicht. So ein kleines bisschen, eigentlich eher alles so halbwegs. Nicht gerade wirklich, wirklich alles, aber ihr wisst, was ich meine. Shueisha und Tabata wollten das eigentlich nicht so haben, aber so viel kann ich auch nicht genau wissen. Ich weiß halt eben nur, dass Yoshihara sich entschuldigt hat und so weiter und so fort und sonst so ein klein bisschen Stress dort gab, aber Yoshihara hat sich entschuldigt und die Schuld auf sich genommen und das weiß ich nur. Wenn das nicht stimmt, könnt ihr das gerne in die Kommentare preisgeben. Würde mir helfen, weil ich will hier keine falschen Informationen geben. Also das ist natürlich das Letzte, was ich hier möchte. Dann kommen wir aber auch mal zu den schlechten Nachrichten, die wirklich nicht alle gerade mögen. Filler-Folgen. Yoshihara gab nämlich bekannt, dass es insgesamt 20 Filler-Folgen gibt. Es ist hart, aber man muss halt eben durch. Die Filler-Folgen sollen nämlich bis Folge 150 gehen. Heißt, dass es Filler-Folgen bis zum 3. November geben wird. Wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe oder falsch gezählt habe. Ab Folge 151 geht es dann mit der Manga Main Story weiter, sprich den 10. November 2020. So wie er es auch geschrieben hat, muss es halt natürlich stimmen. Also haben wir noch 14 Filler-Folgen, die wir sehen werden. Klar, der ein andere kann jetzt sauer sein, der ein andere ist bestimmt auch scheißegal, wie zum Beispiel mir, weil die Filler-Folgen sind okay, man kann darüber lachen, es ist witzig, die sind nicht langweilig. Das ist das Wichtigste für mich, weil guckt euch mal Boruto an. Die Filler-Folgen sind die Hölle. Kann mir keiner sagen, dass die meistens gut sind. Vielleicht ist der ein andere mal okay wegen Animation, vielleicht mal da, aber nein. Aber auch mal hoffen, dass es auch wirklich in den 14 Filler-Folgen Trainingsszenen kommen. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich Shami und Gordons Training sehen, so halbwegs, ein paar 10, was halt eben klar und deutlich ist, wie sie so weitergehen, was sie machen werden in den 6 Monaten, wie es halt dazu kommt. Im Opening 11 sieht man natürlich auch noch ein paar Charaktere, die gezeigt werden. Vanessa, die vielleicht auch zum Hexenwald gehen wird und dort zu trainieren ein bisschen. Zora wird irgendwas auch da machen. Dann kann ich genau sagen, ob man jetzt ein bisschen Training von ihnen sehen wird, aber irgendwas wird mit ihnen auch sein. Er wird eine Folge bekommen.
kommen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Dann denke ich, dass wir noch ein paar Sachen mit Loro Pescica und halt eben auch mit Garra bekommen werden. Was natürlich klar sein sollte. Denn im Opening sieht man auch nochmal, dass Asta mit Loro Pescica trainiert. Weil das ist Loro Pescicas Kräfte. Also ist klar. Was ich auf jeden Fall auch nochmal sehen möchte. Zum Ende hin. Was nochmal cool wäre. Und wie gesagt, Yoshihara kann nicht viel machen. Wenn Tabata und Treasure sich damit nicht wohlfühlen. Was auch natürlich verständlich ist. Das war auf jeden Fall so diese kleine Short News über Black Clover, Fillerfolgen und so weiter. Eigentlich gibt es noch so eine kleine extra News, dass es halt eben noch ein paar News zu Opening 12 bekannt gegeben worden ist. Was ich jetzt nicht genau hier irgendwie ansprechen muss, gerade aktuell. Kommt vielleicht irgendwo anders nochmal eine Review oder so oder allgemein. Folgt mir auf Twitter, da gibt es natürlich noch weitere Informationen, wenn es welche geben sollte. Ja, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare lassen, wie ihr das findet. Hört aber auf zu beleidigen oder sonst irgendetwas zu machen. Bleibt cool in die Kommentare, das ist natürlich sehr wichtig. Wäre auch cool, wenn ihr dieses Video bewerten würdet, was mir natürlich helfen würde. Und zudem kann ich noch sagen, hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich. Und hier links kannst du nochmal gerne ein Abo da lassen.